tätig, sondern Sprache. Ich bin selber Medienpädagoge und bin dementsprechend ganz gespannt, was uns jetzt erwartet. Beginnen mit Frau Dr. Ingrid Stapf. Sie hat sich intensiv schon mit dem Thema Medien, Kindermedien, Ethik auseinandergesetzt, habilitiert auch zu diesen Themenbereichen und arbeitet aktuell an der Universität Tübingen im Bereich der Forschung zur Medienethik. Ich würde Sie jetzt einfach an Sie weitergeben. Ich forsche, wie gesagt, schon seit einiger Zeit jetzt zu dem Themengebiet Kindermedienethik und bin dazu zu den Kinderrechten gekommen. Und es ist ganz interessant für mich als Ethikerin, dass seit ich mich mit Kinderrechten beschäftige, das auch eine Auswirkung über mein Denken überhaupt über Ethik hat, weil ich nämlich merke, dass dieses zentrale Paradigma, die Perspektive von anderen zu berücksichtigen bei Dingen, die sie angehen, eigentlich allgemein in jeder Form von ethischem Denken und Handeln wichtig ist und dass wir das manchmal zu sehr vergessen. Und das wird auch ein Kernthema meines Vortrags sein. Ich bin ganz analog, also ich habe Folien, aber ich werde den Vortrag ganz klassisch geben. Schule als Lernort, aber auch als Lebenswelt von Kindern ist mit aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung neu herausgefordert. Fragen, ob Handys auf dem Schulhof benutzt werden dürfen, ob WhatsApp zum Klassenchat taugen, Cybermobbing im schulischen Umfeld oder neuartige Lernmöglichkeiten durch individualisierte Lernsoftware. All dies wirft für Lehrer, Schüler, Schulleiter, aber auch für Eltern die Frage auf, wie sich diese Herausforderungen im besten Interesse der Kinder gestalten lassen. Bislang, vor allem die These, die ich vertreten möchte, geschieht dies noch zu wenig, ohne die Perspektive von Kindern selbst zu erfahren. Genau dies folgt aber aus dem Anspruch der Kinderrechte, Kinder als Experten ihrer Lebenswelt zu verstehen. Aktuell zeigt sich vor allem eine große Verunsicherung. Mediale und öffentliche Diskurse fokussieren schnell auf extreme Beispiele und verbreiten Moralkram. Auf diese folgen auch strikte Verbote oder Rückzugsforderungen. Viele Eltern fühlen sich überlastet und orientieren sich selbst noch in diesen Veränderungen. Und die Medienforschung und die Medienregulierung kommen mit der Geschwindigkeit der Entwicklung kaum mit. Dabei liegt im Bereich digitale Medien und Kindheit derzeit einer der größten gesellschaftlichen Orientierungsbedarfe. Lautsprecher. Das Mikro an. Das Mikro ist an. Ja, Mikro. Ich glaube, Sie haben es hier. Das ist ja mein Mikro. Kannst du auch mal was vorziehen? Situation ist gut. Und auch Schule ist von der Technologie besser. Ja, jetzt stimmt's. Und auch Schule ist von der Digitalisierung mehrfach betroffen. Schule hat erstens als Bildungseinrichtung die Aufgabe, Kinder zu informieren, zu befähigen und ihnen Kompetenzen für ein verantwortungsvolles und autonomes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, was auch grundlegende digitale Kompetenzen für die Gesellschaft umfasst. Sie hat zweitens als Lernort die Möglichkeit, digitale Medien als Tools zu nutzen, um Curricula umzusetzen, über Unterrichtsfächer sowie spezielle Lerninhalte zu vermitteln. Sie ist dabei drittens eingebettet in eine Gesellschaft, die insgesamt vielfältig von der Digitalisierung betroffen ist. Damit ist Schule als gesellschaftlicher Teilbereich auch Lebenswelt von Kindern. Und Kinder verhandeln viertens im Sozialraum Schule ihre täglichen Fragen, Hoffnungen sowie Sorgen und Ängste. Schule ist damit eine Schnittstelle digitaler und analoger Lebenswelten heutiger Kindheit. Dies ist nicht zu unterschätzen, wenn man bedenkt, dass laut einer UNICEF-Studie ein Drittel der weltweiten Internetnutzer mittlerweile Kinder unter 18 Jahren sind. Dass Medien Einzug in das heutige Leben von Kindern halten, legen empirische Daten offen. Sie zeigen eine stärkere Verfügbarkeit und wachsende Nutzungszahlen von Medien bei immer jüngeren Kindern. So stellt die aktuelle KIM-Studie fest, dass fast alle Kinder zu Hause das Internet nutzen können. Gut zwei Drittel aller 6- bis 13-Jährigen zählen sich zu den Internetnutzern. Vorwiegende Tätigkeiten sind Recherche über Suchmaschinen 65%, das Verschicken von WhatsApp-Nachrichten 62%, obwohl es eigentlich erst ab 16 ist, oder YouTube-Videos 56%. Beliebteste soziale Medien der 14- bis 24-Jährigen sind laut der DIFSI-Studie WhatsApp, YouTube und Instagram.
Kinder unterscheiden heute nicht mehr, wie Generationen zuvor, zwischen analoger und digitaler Lebenswelt. Sie sind mittendrin, entdecken und vernetzen beide über ihre Tätigkeiten. Vor allem aber, sobald sie das erste Smartphone haben, das derzeit im Alter von 9 bis 10 Jahren ist. Es gibt also keine digitale Welt abseits der analogen Welt, da beide aufeinander bezogen sind. Dass Kindheit heute mediatisiert ist, meint eben nicht nur einen technischen, sondern auch einen kulturellen und einen sozialen Wandel ihrer Lebenswelt. So verabreden sich Heranwachsende über soziale Medien oder verhandeln Identitätsfragen über den Postings und Likes von Bildern oder Videos auf Snapchat oder Instagram. Schüler recherchieren Hausaufgaben im Internet und schauen sich auf YouTube-Erklärvideos für die Schule an. Oder sie spielen vernetzte Computerspiele, bei denen sie in ihren Kinderzimmern sitzen und sich dabei virtuell im Spielraum bewegen. Dies heißt zum einen, dass Kinder digitale Medien schon relativ selbstbestimmt für sich nutzen. Es heißt aber auch, dass sie viel früher Erfahrungen machen können, die nicht altersgerecht oder gar verstörend sind. Mit dem ersten internetfähigen Smartphone haben Kinder Zugang zum globalen Netz, das derzeit weitgehend ungenutzt ist. Ein stringenter Schutz, wie es Auftrag des Jugendmedienschutzes ist, kann nicht mehr wie früher durch eine Eingangskontrolle im Kino erreicht werden. So haben Anbieter von Pornografie wie YouPorn ihren Sitz im Ausland und können daher nicht national reguliert werden. Das hat zur Folge, dass Kinder pornografische Inhalte über Pornhub im täglichen Instagram-Feed abonnieren können. Filter und technische Sperrungen ermöglichen bisher keinen vollständigen Schutz. Zudem sind all diese Zugriffe, diese Sichtbarkeiten und Kontakte in der Welt der Codes und von Big Data abgebildet und auswertbar. Anders als bei klassischen Massenmedien, als Eltern das Medienverhalten über Kinder über Fernsehzeiten im Wohnzimmer regulieren konnten, bekommen sie die mobile Mediennutzung ihrer Kinder auch nicht mehr zwangsläufig mit. Überdies vervielfachen sich bereits existierende Risiken der Digitalen, wie Cyberbullying, Online-Stalking oder der ungewollte Zugang zu Gewalt und Pornografie. Das, was als Risiken des Netzes für Kinderrechte bezeichnet werden, sind damit Verletzungen kindlicher Schutzrechte. Kinder verfügen zwar teilweise über mehr technische Kompetenzen als viele Erwachsene. Das heißt aber nicht, was die Unterscheidung von Digital Natives und Digital Immigrants oft suggeriert, dass sie allein durch die Nutzung und Verfügbarkeit auf digitale Mündigkeit erhalten. Aber genau darum sollte es im Kontext Schule stärker als bisher gehen. Und hier kommen wir zu einer Kernaufgabe von Schulen in freiheitlichen Demokratien. Autonomie ist nämlich nicht nur Kern demokratischer Bildungsarbeit, sondern die Grundlage freiheitlicher Demokratien überhaupt. Politische Partizipation, gesellschaftliche Verantwortung und ein gelingendes Leben bedürfen der personalen Selbstbestimmung. Daher möchte ich eine kinderrechtliche Perspektive einnehmen, um zu fragen, was für Schule im Kontext der Digitalisierung folgt. Und ich tue dies aus medienethischer Sicht, um auf das Freiheitliche in diesen Prozessen zu fokussieren. Denn ob die digitale Transformation zu einer Herausforderung oder zu einer Chance mit Potenzial für Menschenrechte wird, rückt Bildung, Bildungsziele und Bildungsprozesse in den Vordergrund. Und all dies ist nicht nur eine Frage der Ausstattung des Zugangs, wie mehr Whiteboards oder internetfähigen iPads an Schulen, sondern der konkreten Ideen, welchen Beitrag Schule leisten kann und welche Räume der Ermöglichung dies im schulischen Alltag und in der Beziehungsarbeit mit Kindern bedarf. Was also soll Bildung leisten? Welche Kompetenzen brauchen Kinder für das digitale Zeitalter? Wie gelingt Medienbildung in der Schule? Und was verstehen wir eigentlich mit der analogen Kindheit? Dies sind individualethische Fragen nach Freiheit und Verantwortung, aber auch beziehungsethische und sozialethische Fragen nach Fürsorge und Schutz, sowie Befähigungsfragen zu Bildungsprozessen im Beziehungsfeld von Eltern, Lehrenden und Kindern. Und es sind staatliche Fragen der Bildungspolitik. Hierbei geht es sogar, so möchte ich behaupten, um den Kern der Menschenrechte. Denn welche nicht- oder antidemokratischen Facetten von Fake News oder Hate Speech, Cybermobbing oder der Datafizierung von Menschen, Populismus oder Propaganda wir im Netz tolerieren, bedarf dringend ethischer Diskurse. Und wie wir uns gesellschaftlich darüber verständigen können, wie wir Leitwerte der Menschenrechte einfordern oder neuartig ermöglichen, ist kein Thema, das wir erst in die Schule bringen müssen, da es die Lebenswelt von Kindern und unsere Demokratie im Kern bereits betrifft. Ohne, und auch das ist Bildungsthema, dass Kinder bislang genügend über ihre Rechte wissen,
nehmen, heißt für mich vor allem, die Meinungen und Sichtweisen von Kindern und das, was für ihre Lebenswelt zentral ist, wahrzunehmen und einzubeziehen. Wir sollten Kindern hierzu stärker eine Stimme geben, sie aber nicht nur anhören, sondern teilhaben lassen an diesen Prozessen, die ihre Gegenwart, aber auch ihre und unsere Zukunft betreffen. Dies sind nicht nur explizite und bereits global verbriefte Kinderrechte, sondern auch Grundlage einer erfolgreichen Bildungsarbeit. Kern der Kinderrechte als Menschenrechte für Kinder, wie Jörg Malwald das nennt, ist es, sie als bereits handelnde Subjekte zu verstehen. Gemäß des Gleichheitsprinzips der Menschenrechte, Artikel 1, haben Kinder das fundamentale Recht, als Gleiche behandelt zu werden. Da Kinder aber noch in ihrer Entwicklung sind, und bestimmte motorische, biologische und psychische Fähigkeiten erst noch ausbilden, da ihnen weniger Erfahrung und Wissen zur Verfügung stehen und da sie in der Folge besonders verletzlich im Blick auf ein späteres Leben und dabei noch abhängig von Erwachsenen sind, gelten Kinderrechte für die Lebensphase Kindheit. Es geht also um Gleichheit und um Differenz. Das traditionelle Kindheitsbild versteht Kindheit als Transitorium, als Übergangsstadium zum Erwachsenenalter. Kinder werden in ihrer Verwundbarkeit, im Mangelcharakter gesehen, der am perfekten Erwachsenen gemessen wird. Autonomie ist in dieser Sichtweise etwas, worüber Kinder als zukünftige erwachsene Bürger verfügen sollen und worauf wir sie zu Hause und in der Schule vorbereiten. In der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 werden in 54 Artikeln kindereigene Rechte, basierend auf den vier Prinzipien Recht auf Gleichbehandlung, Vorrang des Kindeswohls, Recht auf Leben und Entwicklung und Achtung von der Meinung des Kindes artikuliert. Das Gebäude der Kinderrechte verbindet Schutz-, Befähigungs- und Beteiligungsrechte, die als eine Einheit zu verstehen sind, dem das beste Interesse von Kindern übergeordnet ist. Folglich werden Kinder als Handlungssubjekte verstanden, deren Gegenwart bereits voll im Licht ist und die während ihrer Entwicklung Mit- und Selbstbestimmungsrechte beanspruchen können. Dahinter sehe ich die Idee, dass Autonomie als eine Kompetenz zu verstehen ist, die sich durch Erfahrung lebenslang und in interaktiver Auseinandersetzung innerhalb von Beziehungen entwickelt. Es geht also bei Kinderrechten darum, die Gegenwart des Kindes als Kind mit der Zukunft des Kindes als zukünftiger Erwachsener ins Verhältnis zu bringen. Und ein zentraler Gedanke der Kinderrechte ist, wie schon 1929 von dem polnischen Kinderarzt und Schriftsteller Jörg Porschak formuliert, das Recht des Kindes auf Achtung und auf seine Gegenwart. Lasst uns Achtung haben vor der gegenwärtigen Stunde, dem heutigen Tag, so forschen. Was also verändert sich durch eine kinderrechtliche Perspektive auf Schule? Erstens, Kinder als handelnde Subjekte zu verstehen, heißt, sie als Experten ihrer Lebenswelt zu verstehen, die heute eine mediatisierte Lebenswelt ist. Kinder nutzen Medien und finden dort Verletzungen ihrer Schutzrechte ebenso vor wie Bildungs- oder Freizeitangebote und neuartige, niederschwellige Formen von Partizipation. Indem sie angehört und eingebunden werden, kann Digitalisierung als Schulsystem aufgegriffen werden. Dies heißt zweitens, dass es aus kinderrechtlicher Sicht nicht nur darum geht, Kinder auf ihr Erwachsenenleben als politisch handelnde Bürger vorzubereiten, die mit 18 autonom werden, sondern ihnen bereits in der Gegenwart Erprobungsräume zu ermöglichen, ihnen vorzugeben und mit ihnen im Diskurs auszustabilieren, was Menschenrechte in konkreten Situationen schon in ihrer digitalisierten Gegenwart implizieren und ihnen während ihrer Entwicklung Mitbestimmungsrechte auch in der Schule einzubauen. Dies impliziert drittens, dass Digitalisierung ein Thema für Inhalte im Unterricht ist, das traditioneller Kompetenzen bedarf, die aber neu auf digitale Umwelten bezogen werden sollen. Und auch verschiebt sich das Beziehungsverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden hin zu der gegenseitigen Lernen und Suchbewegungen im Digitalen. Und daraus folgt, dass sich auch die Prozesse im Unterricht und im schulischen Raum wandeln sollen. Betont wird im Artikel 12 der Kinderrechtskonvention zur Berücksichtigung des Kindeswillens, dass Kinder ein Recht auf Partizipation in den Angelegenheiten haben, die sie konkret betreffen. Zitat: Die Vertragsstaaten sichern dem Kind zu, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu dieser Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Mit Blick auf Kinderrechte ist das eine klar definierte Leitlinie, in der es um das Kindheitsbild ebenso geht, wie um die Einbeziehung kindlicher Erfahrungen, Werte und Ideen im Kontext Schule. Und hierzu notwendig wird ein Perspektivenwechsel,
hin zur Kinderperspektive selbst. Was aber heißt das konkret für Schule? Wie wird das Verhältnis von Lehrern und Schülern gedacht? Welche Methoden und Prozesse impliziert dies? Der Kinderrechtler Jörg Maywald bemängelt in der Praxis noch eine in der Schultradition stark verwurzelte paternalistische Haltung gegenüber Schülerinnen und Schülern. Darüber hinaus gerät bei kinderrechtlichen Fragen das Recht auf Bildung in den Vordergrund, ohne die übrigen Kinderrechte zu berücksichtigen. Blicken wir auf die Kontexte der Digitalisierung und Verantwortung, die Schule dabei tragen könnte, sehe ich drei Punkte, die kinderrechtlich relevant sind. Erstens, Digitalisierung als ein Thema im Schulunterricht. Schule kann Entwicklungen der Digitalisierung als Querschnittsthema in fast allen Lebensbereichen im Unterricht aufgreifen. So lässt sich mit dem Thema Hate Speech im Netz die Grenzen von Meinung oder Beleidigung, Propaganda oder Meinungsfreiheit diskutieren. Anhand des Themas Fake News lässt sich im Philosophieunterricht über das für Demokratien wichtige Wahrheitsprinzip und die Grenze von Lüge und Täuschung argumentieren. Zum Thema Cybermobbing können Unterrichtseinheiten zu Fragen der Inklusion und Exklusion, Zivilcourage oder Weißdauern angesprochen werden. Im Mathematikunterricht ließe sich über Codes oder Algorithmen sprechen, die das konfigurieren, was wir im Netz finden oder was wir nicht finden. Und über das Thema exzessiver Computerspiele kann im Biologieunterricht das Thema Sucht und die Rolle des menschlichen Gehirns im Zusammenspiel mit sozialen Faktoren aufgegriffen werden. Zweitens, digitale Techniken und Plattformen als Tools. Schule sollte sich eine bewusste Strategie im Umgang mit digitalen Medien erarbeiten. Idealerweise gemeinsam mit der Schülerschaft, Schülervertretern oder in direkt demokratischen Verfahren. Hierbei geht es um Fragen wie, sollte WhatsApp im Klassenchat in der Grundschule genutzt werden, wenn die Kinder nicht alle Smartphones haben oder noch zu jung sind? Welche sinnvolle Einbindung von digitalen oder nicht digitalen Medien im Unterricht ist für das jeweilige Thema oder die Fächer überhaupt sinnvoll? Sind Lehrer geschult dafür oder brauchen sie Fortbildung? Welche individualisierte Lernsoftware könnte Kindern mit Beeinträchtigungen besonders helfen? Und lassen sich partizipative digitale Tools in der Schule nutzen, um Vereinbarungen zu treffen, zum Beispiel zur Nutzung von Smartphones auf dem Schulgelände? Und wie könnten digitale Geräte, Anwendungen oder Plattformen sicher und datenschutzkonform genutzt werden? Und welche Potenziale bieten Serious Games oder Erklärvideos auf YouTube für den Unterricht? Drittens, Digitalisierung als Potenzial versus Herausforderung. Und schließlich geht es bei Fragen der Digitalisierung um zentrale Kompetenzen im Kontext der Digitalisierung, die Schule stärken sollte. Es kommt aus ethischer Sicht einerseits darauf an, diese aktuellen Entwicklungen zu verstehen, zu analysieren, sie kritisch zu reflektieren und Regeln und Normen im Umgang damit zu finden. Dabei bieten Menschenrechte einen normativen Bezugsrahmen und eine Zieldefinition. Es geht der Ethik aber auch seit der Antike um Fragen des gelingenden Lebens. Was nämlich macht Digitalisierung zu einer Herausforderung und was zu einem Potenzial? Welche sozialen Kompetenzen werden besonders wichtig? Wie verändert sich das Verhältnis von Schutz, Bewegung und Teilhabe im Entwicklungsverlauf? Und was heißt dies für die individuelle Lebensgestaltung, das schulische Miteinander und politische Partizipation in freiheitlichen Demokratien? Der viel verwendete und geforderte Begriff der Medienkompetenz ist bei all dem ein Aspekt, was wesentlich auf Selbstbeziehung ist. Selbstkompetenz, Sozial- und Sachkompetenz, wie Roth sie schon 1971 nennt, sollten im Kontext der Digitalisierung Grundlagen sämtlicher Digital Skills und Ziele von Bildungsmaßnahmen sein, wenn sich Kinder zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln sollen. Kinder bringen hier etwas mit, was vielen Erwachsenen im Alltagsstress auch oft verloren geht. Offenheit, Kreativität, Neugier, philosophischen Forschungsansatz und Prägbarkeit durch Erfahrung. Handlungsleitend für die Bildungsmaßnahmen wäre für mich die Frage, wie Kinder langfristig lernen können, selbst zu entscheiden, was sie wirklich selbstbestimmt wählen und warum, wie sie aussteigen aus Filmen, die sie verstören, wie sie sozialen Druck oder gar Mobbing in der Peer Group weichen und wie sie für sich selbst positive Medien in ihrer Lebenswelt nutzen, was auch heißen kann, sich bewusst gegen Medien zu entscheiden. Und hier komme ich zu der Frage, was aus Herausforderungen auch Potenzial machen kann, indem ich auf zwei aktuelle Entwicklungen hinweise. Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta aus Schweden hat über digitale Plattformen eine globale Bewegung gestartet
und dabei unzählige Kinder, aber auch Erwachsene mobilisiert, für ihre Zukunftsrechte einzustehen und sie auch aktiv politisch einzufordern. Hier zeigt sich nicht nur das Potenzial globaler digitaler Medien, die lokal und analog vernetzen, sondern auch bestehende aktive Partizipations- und Selbstbestimmungsrechte von Kindern, die dadurch Raum finden können. Weiterhin hat die DIFSI-Studie von 2018 aufgeführt, dass Kinder ein erstaunliches Bewusstsein über Abhängigkeiten und Problemfelder rund um die Nutzung digitaler Medien haben und nach Wegen suchen wollen, diese sinnvoller zu nutzen. Dies zeigt tatsächliche Schutzbedürfnisse und Überforderungstendenzen bei Heranwachsenden. Es verweist aber auch auf pädagogisch sinnvolle Anschlusspunkte hin zu mehr Selbstbestimmung. Und damit möchte ich meinen Impuls mit einer Suchbewegung nach kinderrechtlichen Leitlinien für den Kontext Schule abschließen. Die Ethik als Frage des gelingenden Lebens wirft die Frage auf, die eine Lösung beinhaltet. Dass wir diese schwierigen Prozesse nämlich überhaupt als Möglichkeit eines gelingenden Lebens, auch eines gelingenden Schullebens verstehen können. Und Selbstbestimmung heißt hier für Lehrer wie für Schüler, eine bewusste Wahl zu treffen und diese auch treffen zu wollen. Setzen wir also auf Prozesse der Partizipation anstatt auf Paternalismus. Und damit ist im Übrigen nicht gemeint, Kinder alles machen oder entscheiden zu lassen, was sie wollen, sondern sie als Subjekte sinnvoll einzubeziehen. Hieße dies zum Beispiel, anstatt Handyverboten in der Schule, gemeinsame Lehrmittelverträge in Schulklassen oder an der Schule zu erarbeiten. Es könnte heißen, eine digitale Strategie an Schulen zu erarbeiten, welche Medien und Plattformen im Unterricht oder in der Schulkommunikation genutzt werden, zum Beispiel nicht kommerzielle oder gar selbstprogrammierte. Es hieße vielleicht, dass auf Länderebene diskutiert werden müsste, welcher Prozesse dies bedarf, wie dies in den Unterricht eingebunden werden kann und wie Lehrerinnen dabei konstruktiv begleitet werden. Hierzu bedarf es innovativer Ansätze, weiterführender Lehrerfortbildung und einer universitären Forschung, die dies durch Studien oder Modellprojekte vorantreibt. Es bedarf aber auch des angesprochenen Perspektivwechsels. Kinder als Expertinnen ihrer Lebenswelt zu verstehen und einzubinden, offene Fragen und Unsicherheiten zu thematisieren und als gemeinsames Projekt zu verstehen, gegenseitiges Lernen im Prozess zu ermöglichen und dabei aktuelle medienbezogene Themen aufzugreifen und aufzuarbeiten, auch mit digitalen Medien. Das heißt aber auch Digital Detox, eine Fokussierung auf das, was im Zeitalter des Digitalen schnell verloren geht. Aufmerksamkeit, die Stärkung der Präsenz, Leiblichkeit und das Gestalten von Beziehungen, die bedeutsam sind. All dies wäre als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Suchbewegung zu denken, die verschiedene Verantwortungsträger verzahnt. Eine Suchbewegung, bei der wir viel ausprobieren, indem auch unsere eigene Unsicherheit damit thematisiert wird. Indem wir durchdenken, was Digitalisierung als Meta-Entwicklung eigentlich meint. Dass sie nämlich aus Sicht der Menschenrechte nicht einfach so stattfindet, sondern dass wir ein Teil davon sind und damit auch alle Verantwortung dafür tragen sollten, dass sie an demokratischen Grundwerten ausgerichtet wird, in denen wir selbst bestimmen können und die Wahl haben. Dieses Jahr feiert die UN-Kinderrechtskonvention 30-jähriges Jubiläum und Kinderrechte ins Grundgesetz steht aktuell im Koalitionsvertrag. Vieles deutet darauf hin, dass wir dann auch für Schule umdenken müssen. Vielleicht ließ es sich damit beginnen, Kinder zu fragen, was für sie mehr Kinderrechte im Lebensraum Schule hießen. Vielleicht werden wir überrascht, dass Kinder sich selbst digitale Mündigkeit wünschen, weil sie aus Erfahrung schon wissen, was ohne diese auf dem Spiel steht. Vielen Dank. Ich schaue jetzt mal, dass ich hier die Technik.
zu eins, ich nehme es lieber in die Hand. Herzlichen Dank nochmal für die freundliche Begrüßung und auch für die Einladung, heute Morgen hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Zwischen Schutzbefähigung und Teilhabe habe ich meinen Vortrag genannt, die Kinderrechte im Kontext der Digitalisierung und die Konsequenzen für die Bildungsarbeit. Sie haben schon gehört, ich komme von der Stiftung Digitale Chancen. Das ist ja schon ein positives Wort und ich möchte gerne versuchen, Ihnen auch die Chancen und Möglichkeiten, die in der Digitalisierung für die Verwirklichung der Kinderrechte liegen, zu verdeutlichen. Das sind die drei Punkte, die ich mir vorgenommen habe für die nächsten 20 Minuten. Alles anders als vor 30 Jahren, 1989. Anschließend auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention nochmal zu schauen, was bedeutet denn die Digitalisierung für die Kinderrechte und schließlich einige Perspektiven aufzuzeigen. Vor 30 Jahren, das haben die meisten von Ihnen, die gestern schon hier waren oder die sich mit dem Thema befassen, 1989 gehört, die UN-Kinderrechtskonvention ist verabschiedet worden. Sie ist die meistratifizierte menschenrechtliche Konvention und in Deutschland Teil der deutschen Rechtsordnung seit 1992. Zur gleichen Zeit ist aber auch noch was anderes passiert, nämlich Tim Berners-Lee hat am CERN-Forschungszentrum in der Schweiz den Code entwickelt, der das Internet überhaupt erst zugänglich gemacht hat für jeden und für jede. Zuvor war es ein Netzwerk von Computern und Servern, das von Forschung und von Militär genutzt wurde. Es ist auf der Hand liegt, dass sich 1989 eigentlich niemand vorstellen konnte, dass dieses Internet, so wie es heute ist, tatsächlich auch von Kindern und Jugendlichen genutzt würde und in welchem Ausmaß das stattfindet. Wenn wir auf das Nutzungsverhalten schauen, Ingrid Stapf hat jetzt schon die eine oder andere Zahl genannt, ich habe das nur ganz kurz nochmal mitgebracht. Wir stützen uns da im Wesentlichen auf die Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest. Das ist die KIM-Studie für die 12- bis 19-Jährigen. Da haben wir 99% haben ein eigenes Gerät, mit dem sie ins Internet gehen können. 97% nutzen täglich das Internet oder das Smartphone. Aber auch bei den Jüngeren, den 6- bis 13-Jährigen. Und diese Studien sind bewusst so angelegt, dass sie in diesem Bereich 12 bis 13 Jahre überlappend sind, weil eben auch zu sehen ist, dass einige in dieser Altersgruppe eher noch der jüngeren Gruppe vom Entwicklungsstand zugehörig sind, andere aber durchaus den Älteren schon. Auch hier bei den 6- bis 13-Jährigen haben wir schon mehr als die Hälfte, die ein eigenes Endgerät haben, mit dem sie ins Internet gehen können. 60% sagen, dass sie das Smartphone mindestens mehrmals pro Woche, also täglich oder an mehreren Tagen nutzen. Das heißt also auch diejenigen, die kein eigenes Gerät haben, nutzen es aber so regelmäßig, das Gerät von anderen dann, Familiengeräte oder ähnliches. 55% sagen, das Internet mindestens mehrmals pro Woche. Und wir haben dann noch die Mini-KIM-Studie, also die ganz kleinen 2- bis 5-Jährigen. Da gibt es im Moment nur Zahlen aus 2014, aber auch da war die Situation schon so, dass in 95% der Haushalte, in denen die kleinen Kinder leben, ein Internetzugang vorhanden ist. Vor 5 Jahren waren es 23% der Haushalte, in denen ein Tablet vorhanden war. Wir dürfen davon ausgehen, dass heute, 5 Jahre später, diese Zahl erheblich größer ist. Das heißt also, wenn wir von Lebensweltorientierung im pädagogischen Kontext sprechen, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das die Lebenswelt ist, in der Kinder und Jugendliche heute aufwachsen. Die digitalen Geräte, die Vernetzung, der Zugang zum Internet sind da und damit müssen wir umgehen. Und ich glaube, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das irgendwann wieder vorbeigeht, sondern das ist Alltagsrealität. Vom Kind aus denken, UN-Kinderrechtskonvention, auch da sage ich Ihnen nichts Neues, definiert Kinder als Personen unter 18 Jahren. Das müssen wir häufig in der Vorstellung auch der Projekte immer noch mal deutlich machen, gerade wenn junge Menschen im Raum sind. Die sagen, ich bin doch kein Kind mehr, sondern Jugendlicher. Wir gehen aber von der Definition der Kinderrechtskonvention aus. Im Rahmen des Projektes haben wir das Dreieck der Kinderrechte entwickelt. In der Mitte steht das Kindeswohl, wir haben Schutz und Befähigung an der Basis des Dreiecks und diese beiden Elemente sind die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir die Teilhabe realisieren können.
Sie haben schon viel über den Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention gehört. Kollege von mir, Stefan Dreyer von Hans Rede, uns bezeichnet ihn gerne als den Held der UN-Kinderrechtskonvention. Das finde ich ganz schön passend, weil das ist wirklich die Grundlage. Und auch Professor Maywald hat es gestern gesagt, die englische Übersetzung trifft es eigentlich etwas besser, Best Interest of the Child. Kindeswohl liegt zum einen sehr stark nahe, dass wir an Fürsorge für das Wohl des Kindes denken und zugleich ist in der deutschen Sprache häufig auch das Wohlergehen des Kindes, also eher das körperliche Wohl, dann nochmal in den Blick gerichtet. Da ist Best Interest of the Child ein umfassenderer Begriff. Gestützt ist das Ganze aber auch nochmal durch die später entstandene EU-Grundrechtecharta, die nahezu eine gleiche, nur etwas kürzere Formulierung wählt und eben den Vorrang des Kindeswohls präsentiert. Wenn wir jetzt in die verschiedenen Artikel der UN-Kinderrechtskonvention schauen, dann möchte ich einige hervorheben. Unter dem Aspekt Schutz, denke ich, darf man an erster Stelle nennen, Recht auf Zugang zu den Medien, da komme ich gleich noch drauf, Kinder- und Jugendschutz ist in Artikel 17 festgelegt. Das heißt, wir haben mit der UN-Kinderrechtskonvention eine Grundlage dafür, den Jugendschutz sicherzustellen. Wir haben in Artikel 32 den Schutz vor Ausbeutung und da ist auch wirtschaftliche Ausbeutung gemeint. Und natürlich sehen wir, dass mit digitalen Medien ein Instrument da ist, was auch zur wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern durchaus genutzt wird, wenn ihnen Kaufappelle über digitale Angebote oder ähnliches zugestellt werden. Ganz wesentlich auch der Schutz vor sexuellem Missbrauch, der eben heute auch im Internet stattfindet, nicht nur als Plattform zur Verbreitung genutzt wird, sondern tatsächlich Missbrauch findet über digitale Medien statt. Wer von Ihnen vielleicht am Wochenende zufällig die New York Times gesehen hat, da war eine Schlagzeile, im letzten Jahr sind 45 Millionen Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet entdeckt worden. Das heißt nicht, dass es 45 Millionen sind, sondern das ist die Spitze des Eisbergs, des Materials, was dort vorhanden ist. Also es ist offenkundig, dass das Internet hier eine Plattform dafür bietet. Wir haben Artikel 19, Schutz vor Gewalt. Auch hier, wenn wir an Hate Speech, aber auch an Cybermobbing oder ähnliches denken, ist offenkundig, dass das Internet hier eine Plattform ist. Und wir haben schließlich im Artikel 16 den Schutz vor Privatsphäre, den wir natürlich auch heute mit Bezug zum Internet sehen müssen. Auf der anderen Seite haben wir die Befähigungsrechte. Das Recht auf Bildung. Ja, eins der Kernrechte, über das wir hier in diesen zwei Tagen sprechen, in Artikel 28. Und natürlich komme ich jetzt auf die positive Seite und sage, ja, das Internet, digitale Medien bieten ganz hervorragende Möglichkeiten, dieses Recht auf Bildung zu gewährleisten, mit digitalen Medien zu lernen, gerade auch da, wo Kinder und Jugendliche möglicherweise keinen Zugang zu Bildungsinstitutionen haben. Das Recht auf Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit, ich glaube, da brauche ich Ihnen nicht weiter zu erläutern, wie sehr das Internet für Kinder und Jugendliche dazu beitragen kann. Und auch hier sei nochmal erwähnt, Artikel 17, Recht auf Zugang zu den Medien. Kommen wir zu den Teilhaberechten. In Artikel 12, Berücksichtigung des Kindeswillens, Recht gehört zu werden. Wie kann man besser Kindern Gehör verschaffen, als wenn man ihnen mit digitalen Medien die Möglichkeit gibt, tatsächlich ihre Meinung auch umzutun. Und zwar nicht nur einem begrenzten Kreis, sondern weit darüber hinaus weltweit. Aber auch das Recht auf Versammlung und Vereinigung wird heute von Kindern und Jugendlichen mit digitalen Medien ausgeübt. Versammlung und Vereinigung, Fridays for Future ist, glaube ich, das meistzitierte Beispiel jetzt in den zwei Tagen. Das ist Nutzung dieses Rechtes mit Hilfe von digitalen Medien. Und wir haben eben in Artikel 31 das Recht auf Teilhabe und Spiel. Und auch da hat mir gestern sehr gut gefallen, was Professor Maywald ausgeführt hat, dass eben das Recht auf Spiel nicht nur heißt, Spielen zu Bildungszwecken, um zu lernen, sondern auch Spielen um des Spielenwillens. Und auch das findet heute mit digitalen Medien statt. Ich möchte das Ganze jetzt einordnen in einen Rahmen.
Der Europarat hat seit etlichen Jahren in 5-Jahres-Intervallen Strategien entwickelt, um den Rechten des Kindes, also der UN-Kinderrechtskonvention, zur Durchsetzung zu verhelfen. Die aktuelle Strategie ist die Sofia-Strategie, weil sie dort 2016 entwickelt wurde. Und die Besonderheit ist, dass zum ersten Mal in einer solchen Strategie das digitale Umfeld als eine der Säulen, wie und wo das die Kinderrechte umgesetzt werden sollen, explizit genannt worden ist. Man hat dann zusätzlich zum Ad-Hoc-Committee for the Rights of the Child eine sogenannte KHENF-IT eingerichtet. IT hat so ein bisschen altmodischen Klang mit Informationstechnologie, aber tatsächlich ging es in dieser Arbeitsgruppe darum, zu verstehen, wie die Kinderrechte im digitalen Umfeld zu interpretieren sind. Ich hatte die Ehre und auch das Vergnügen, dieser KHENF-IT anzugehören. Und dort sind Leitlinien zur Achtung, zum Schutz und zur Verwirklichung der Rechte des Kindes im digitalen Umfeld entwickelt worden. Die sind vom Europarat am 4. Juli 2018 angenommen worden und sind damit verbindlich in den 47 Mitgliedstaaten des Europarates. Das heißt, auch die deutsche Bundesregierung hat sich mit der Annahme dazu verpflichtet, diese Leitlinien umzusetzen. Ich kann Ihnen jetzt hier nur ein Exemplar zeigen, weil der analoge Transport der gedruckten Broschüren, die ich für Sie hierher geschickt hatte, leider irgendwo unterwegs stecken geblieben ist. Die deutschsprachige Broschüre ist unter www.kinderrechte digital abrufbar und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Paket vielleicht heute im Laufe des Tages doch noch auftaucht. Dann schauen Sie vorne auf den Tischen, vielleicht finden Sie da ein Exemplar, wenn Sie es nicht im Internet runterladen möchten. Ich möchte jetzt noch kurz mit Ihnen da durchgehen, einfach weil diese Leitlinien auch eine gute Rechtfertigung dafür bieten, was man mit digitalen Medien, mit Kindern und Jugendlichen tun kann. Die Leitlinien sind in 5 Abschnitte gegliedert und der erste Abschnitt ist der Zugang zur digitalen Welt, in dem ausdrücklich nochmal unterstrichen wird, dass der Zugang zu und die Nutzung des digitalen Umfelds wichtig ist für die Verwirklichung der Rechte. Und dann werden diese grundlegenden einführenden Artikel immer in verschiedenen Bereichen nochmal ausdifferenziert. Und hier habe ich einfach mal rausgegriffen, die Staaten sollten sicherstellen, dass in Bildungs- und anderen Betreuungseinrichtungen Zugang zum digitalen Umfeld für Kinder gewährleistet ist. Der zweite Abschnitt ist das Recht auf freie Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen. Auch hier wird nochmal das erhebliche Potenzial der digitalen Medien für die Verwirklichung dieser Rechte hervorgehoben. Und die Staaten werden aufgefordert, vielfältige, hochwertige Online-Inhalte bereitzustellen, sodass Kinder und Jugendliche dieses Recht tatsächlich auch ausüben können und entsprechende Informationen vorfinden. Der dritte Abschnitt, die Beteiligung, das Recht auf Spiel-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Auch hier werden wiederum die besonderen Möglichkeiten für die Rechte des Kindes, sich zu beteiligen, hervorgehoben, die das digitale Umfeld bietet. Und hier haben sich die Mitgliedstaaten entschieden, deutlich zu machen, dass da, wo dieses Recht auf friedliche Versammlung und Vereinigung ausgeübt wird, Kinder zugleich aber auch vor unmäßiger Kontrolle oder Überwachung zu schützen sind. Privatsphäre und Datenschutz, ich glaube, ist ein Thema, was letzten Endes allen in den Sinn kommt, wenn wir über die Nutzung digitaler Medien nachdenken, auch im schulischen Kontext und hier insbesondere angestoßen durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ja für viel Irritation und Verwirrung auch gesorgt hat. Gleichzeitig haben wir aber mit der Datenschutzgrundverordnung erstmals überhaupt eine Datenschutzgesetzgebung, die Altersdifferenzierung vorgeht und die explizit sagt, dass die Privatsphäre von Kindern eines besonderen Schutzes bedarf. Das haben wir vorher so nicht gehabt und insofern sind überall die Irritationen, die das Gesetzeswerk ausgelöst hat, ist das auch nochmal deutlich hervorzuheben, wie wichtig das ist, dass hier dem Schutz der Daten von Kindern unter 18 Jahren besondere Priorität eingeräumt wird. Und auch hier sagen die Leitlinien nicht nur, dass diese Privatsphäre gewahrt bleiben soll, sondern dass sie auch im sozialen, familiären Umfeld gewahrt werden muss, dass also auch Kinder die Privatsphäre ihrer Eltern respektieren sollen und dass die Staaten Eltern und auch anderen Erziehungsberechtigten hier Anleitungen und Führung geben sollten,
damit sie diese Rolle entsprechend ausüben kann. Dann haben wir das Recht auf Bildung. Da bin ich ein bisschen ausführlicher nochmal geworden. Zum einen sagen auch hier die einführenden Worte, die Staaten sollten die Entwicklung der digitalen Kompetenz einschließlich der Medien- und Informationskompetenz und des digitalen Bürgersinns fördern. Das heißt, es ist ein klarer Auftrag daran, sich mit digitalen Medien im schulischen Kontext auseinanderzusetzen und zu befassen. Und das heißt eben nicht konzeptlos digitale Medien zu nutzen, sondern es heißt, sich im Vorfeld zu überlegen, zu welchem Zweck setze ich die denn ein und wie kann ich auch Bildungsziele damit erreichen. Es sollen digitale Bildung die technischen und die funktionalen Kompetenzen zur Nutzung einer breiten Palette von Online-Tools und Ressourcen gewährleisten und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit zum kritischen Umgang mit entsprechenden Inhalten entwickeln. Insbesondere wird nochmal hervorgehoben, dass digitale Kompetenzen in den Bereichen, in denen Kinder das Internet nutzen, wirksam gefördert werden soll. Das heißt insbesondere in Schulen und Organisationen, die mit Kindern und für Kinder arbeiten. Und gleichzeitig ist es ein Auftrag, dass entsprechend hochwertige Bildungsressourcen, Geräte und Infrastrukturen zur Verfügung stehen. Man kann den Bildungspakt, den wir in Deutschland ja jetzt haben, durchaus auch auf diese Leitlinien stützen oder daraus ableiten. Der letzte Abschnitt ist dem Recht auf Schutz und Sicherheit gewidmet. Und hier wird insbesondere hervorgehoben, dass wir Schutz und Sicherheit nur gewährleisten können, wenn wir auch die Entwicklung neuer Technologien mit in den Blick nehmen. Das, was wir über Jugendmedienschutz heute tun, muss im Blick haben, dass wir schon in einem oder in zwei Jahren wieder andere Angebote und Plattformen haben, die uns vor neue Herausforderungen stellen. Ich komme jetzt zum Abschluss zu den Perspektiven und möchte die auch nicht nur mit einem positiven Blick versehen. Ingrid Stapf hatte schon den Manfred Spitzer mit auf ihren Folien. Wir haben gerade aktuell eine neue Publikation in die Hand bekommen, Zocken, Futtern, Schule schwänzen. Auch das ein kritischer Blick darauf, was wohl Digitalisierung bei Kindern und Jugendlichen auslöst und bewirkt. Und ich will nicht diese Publikation kritisieren. Ich kann sie durchaus nachvollziehen. Sie ist von Medizinern einer Adipositas-Klinik erstellt worden, die tagtäglich mit übergewichtigen Kindern zu tun haben und die dort einen Zusammenhang feststellen zwischen dem körperlichen Übergewicht und dem Gesundheitszustand und der Nutzung digitaler Medien. In die Richtung mag die Argumentation auch funktionieren, aber wir dürfen sie nicht einfach umkehren und sagen, okay, wenn Kinder digitale Medien nutzen, werden sie ausdrücklich dann ständig spielen, übermäßig ungesund essen und dann auch dazu kommen, die Schule zu schwänzen. Also es ist eine Korrelation, die in die eine Richtung funktionieren mag, aber nicht automatisch in die andere Richtung. Wir müssen immer auch aufpassen, dass wir da Argumentationen nicht verkürzen. Frau Dr. Stapf und wir vom Projekt Kinderschutz und Kinderrechte haben in diesem Jahr beim Netzfest, das ist das Bürgerfest der Republika in Berlin, der großen Internetkonferenz, einen Workshop mit Kindern und Jugendlichen gemacht und haben mit Ihnen darüber gesprochen, was Sie denn glauben, was wichtig ist, an die Netzpolitik als Forderung zu richten, was Sie sich wünschen von der Politik, um auch Ihren Rechten Durchsetzung zu verschaffen. Und wenn Sie sich das anschauen, dann werden Sie sehen, dass eine ganze Reihe von diesen Forderungen der Kinder mit dem übereinstimmen, was wir gestern auch von den Jugendlichen hier gehört haben, die Kinder und Jugendliche repräsentiert haben. Hier ist zum Beispiel der Wunsch, wir wollen, dass auch jüngere Kinder zum Beispiel ab 12 wählen dürfen. Und Sie haben das sehr gut begründet, weil Sie gesagt haben, wir sind heute durch den Zugang zu Informationen, den wir über digitale Medien haben, einfach informierter und können deshalb auch im früheren Alter mitentscheiden. Sie haben sich gewünscht, in der Familie gestärkt zu werden und hier zum Beispiel auch nochmal hervorgehoben, dass Eltern die Rechte ihrer Kinder, zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre, nicht verletzen dürfen. Und Sie haben sich auch mit der Frage, wie können Sie mit und über das Netz lernen, auseinandergesetzt und hervorgehoben, ja, digitale Technik in der Schule ist wichtig, aber wir wollen in der Schule auch lernen, wie man damit gut umgeht, wie man selbstbestimmt und sicher mit digitalen Medien arbeiten kann. Und auch hier nochmal die Parallele zu dem gestrigen Vortrag,
Kinderrechte sollen in der Schule erklärt werden und sie müssen dort auch eingehalten werden. Sie haben sich auch gewünscht, sicher und geschützt zu sein, wenn sie die digitalen Medien nutzen. Recht auf Löschen zum Beispiel, ein Stichwort, oder Zustimmung, wenn Bilder ins Netz gestellt werden. Ich komme jetzt zum Abschluss und möchte das nochmal zusammenfassen. Aus Sicht der Projektarbeit sehen wir, dass es nicht erforderlich ist, neue auf Digitalisierung ausgerichtete Rechte für Kinder zu definieren, sondern wir müssen vielmehr so, wie ich es versucht habe, im Vortrag zu erläutern, die Kinderrechtskonvention in den Blick nehmen und sie an bestimmten Stellen neu zu verstehen. Digitalisierung ist eine Chance und ein Instrument dazu, Kinderrechte zu verwirklichen, und dieses Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Wir arbeiten im Moment daran, eine sogenannte allgemeine Bemerkung oder einen General Comment zur UN-Kinderrechtskonvention in Bezug auf das digitale Umfeld zu erstellen. Der Vorschlag ist vom Kinderrechteausschuss Anfang dieses Jahres angenommen worden, also den Vorschlag, eine solche allgemeine Bemerkung zu erarbeiten. Es hat dann eine erste Online-Konsultation gegeben, die generell erstmal sich mit der Frage befasst hat, macht es Sinn, eine solche allgemeine Bemerkung zu erarbeiten. Es hat über den ganzen Sommer in mehr als 20 Ländern weltweit eine Kinderkonsultation dazu stattgefunden. Kinder sind mit daran beteiligt worden. Und wir werden am Montag und am Dienstag ein zweitägiges Treffen mit den Vertreterinnen des Ausschusses der Vereinten Nationen haben, um einen ersten Entwurf dieser allgemeinen Bemerkung oder General Comment zur Kinderrechtskonvention zu diskutieren. Das Verfahren ist so, dass da noch eine ganze Reihe von weiteren Prozessschritten folgen. Das heißt, es wird auch nochmal eine breit angelegte Online-Konsultation des ersten Entwurfs dann geben. Und wenn alle diese Schritte gut und erfolgreich absolviert sind, dann kann man damit rechnen, dass Ende 2020, Beginn 2021 diese allgemeine Bemerkung zu Kinderrechten in Bezug zum digitalen Umfeld dann tatsächlich angenommen werden wird. Und damit haben wir über die Leitlinien des Europarats hinaus einen weltweit gültigen Rahmen, der dann auch Rechtfertigung und Grundlage dafür bietet, sich mit Kinderrechten im digitalen Umfeld zu befassen. Wenn Sie weiter darüber informiert sein möchten, darf Sie gerne noch auf die Website www.kinderrechte.digital verweisen, wo wir sowohl über den Prozess der Begleitung dieses General Comment als auch über sonstige Aktivitäten im Umfeld informieren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.